Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und natürlich sind wieder die Jungs von Porkchop Media dabei. Ich warte immer, dass ihr irgendwas sagt, aber ihr sagt so selten was. Ab! Junge! Und direkt am Anfang sinken meine Frames erstmal auf 1 ab. Das ist mal derbegöttlich. 1, 26 und wieder, jetzt geht's hier los. Okay. Ich hab einfach entschlossen, dass keine bauen. Wie? Was mit dem Kaufquartier? Möchtest du mir das jetzt mal zeigen? Komm mit. Ich habe beschlossen, dass wir keine Eirenbars verwenden, weil du nicht genug Eisen hattest, glaube ich. Schweine. Ja. Derbe, meine Frames sind erstmal sofort übelst abgerutscht in den Keller und jetzt geht's wieder klar. Hast du noch eine Dingsbar, Crafting-Kiste? Planes? Nee. Aber ich kann eine machen eben. Ja. Ich habe beschlossen, dass wir keine Eirenbars nehmen, weil das ziemlich teuer wäre, ne? Ja, ich habe mir so noch rote Wolle. Ich setze sie hier rein, ja? Ja, kannst du machen. Wir haben da 12 rote Wolle. So, ich grab mich jetzt mal in deine coole Geheimbase. Aber du musst die richtige Seite nehmen. Hab ich schon. Was ist das für eine Tür da unten? Was? Im Meer. Das ist mein Notausgang. Däumswelt. Okay, das Meister? Ist wirklich Däumswelt. Meister. Ja. Meister. Ja. Dein Balkonebene ist fertig. Ey. Was ist fertig? Die Balkonebene. Es gibt noch mehrere Ausgänge. Ist sie fertig? Am besten, das ist mein Lieblingsgang hier. Ja, ist doch nice. Ist auf jeden Fall derbe geil. Ich guck mir die mal von unten an. Wo geht der? What? Da bin ich mal runtergefallen. Ah, geil. Zander? Ja. Durch Däums Welt hast du auch einen wunderbaren Eingang in deine Schlucht. Nur mal so. Zwei wunderbare Eingänge. Ja, du hast zwei Eingänge sehr in deine nice. Schlucht. Ja, ist doch geil. Du musst dann bloß mal vielleicht einen etwas zivileren Eingang für das Ding hier schaffen. Ich wollte mir nur mal ganz kurz. Hauptsache, du kümmerst dich auch noch um die Wolle. Ja. So, Meister, dann könnten wir jetzt mal... Über eine Leiter kannst du... Soll die Ebene denn so gerade bleiben? Ja, oder? Kann man eigentlich so lassen, oder? Wie meinst du mit gerade? Ja, unten drunter. Normalerweise können wir da dann ja, auch so... Ja, kannst du es natürlich machen, aber ich sag's dir, es ist mega nervig. Hey, Däum, wofür die Tür hin? Zu bauen. Ja, ich finde, das reicht aber so. Detail. Ich finde es so geil. Ich guck's mir auch nochmal an. So. Habt ihr eigentlich... Oh! Dafür. Double Downfall. Nein. Ich brauche mal eine Schere, ich kann keine Schafe mehr ernten. Warte, bringst du Dirt bitte mit und Wolle? Dirt und Wolle? Ja. Andi, besorg mir mal eben Dirt und Däum Wolle am Start ja, hier. Ja, ich kann keine Wolle, wenn ich keine Und ich Schere baue mal das Bauarbeitergerüst ab. Also wenn du das möchtest, kannst du es selber machen, weil ich echt, das ist so nervig. Ah, ich hab Eieren. Nee, ist okay, alles einen, klar. Das regt einen wirklich sogar, regt einen sogar im Creative auf. Nee, ist okay, kein Problem. Was denn? Ich finde allgemein sieht es eigentlich so gar nicht mal so schlecht aus. Also es sieht eigentlich richtig geil aus. Es stört also nicht, wenn da jetzt hier das nicht anders ist. Sicher? Doch, ja. Finde ich schon. Also stört mich definitiv nicht. Däum, kannst du hast du das ganze Eisen mitgenommen? Eisen? Ich habe 29 Stück, ja. Ja, egal, dann mach ich mir jetzt erstmal. Ich bring die sofort wieder mit, wenn Däum mir eben die Wolle gibt. Ich habe ganz viel Wolle. Genau getroffen. Ja, hast du Weiße? Ich hab alles. Und ein bisschen Dirt, weil das ist einfach, um die Kuppel zu designen, glaube ich. Jo, hab ich, alles klar. Aber ich hab noch mehr, viel mehr Wolle. Lass dir alles gehen. Boah. Alles muss mit. Ja, wie viel er hat. Aber so lassen sich die Treppen schon mal besser gehen, fällt mir gerade so nebenbei auf. Du wirfst es immer gegen den Zaun und sammelst es dann selber auf. Nö, ich hab's nicht aufgenommen. Okay. Alles mein Lager. Das Feuer brennt noch. Hast du Dirt? Nein, aber ich hab eine Lederrüstung. Ich hab ganz viel Dirt, ich hab ganz viel Dirt. Ja, Junge, wenn du Dirt willst, geh zu Däum. Ja, okay, dann Däum, gib mir Dirt. Ah, scharf. So. Gib mir Dirt! Du hast den Stack weiße Wolle liegen lassen. Man nennt dich nicht umsonst Dirty Dirt. Nein, Dirt, den hab ich nicht aufsammeln können. Dann mach dich frei. So, jetzt. Warum schmeißt du es ins Wasser? Ich bin in einem schönen Pool, dadurch verstopft die Pumpe und alles explodiert. Dann werde ich nass, auch wenn es regnet. Du bist ja auch kein Fisch oder so. Nee. Nee, bin ich überhaupt nicht. Erstmal derbe mit dem Boot hier lang. Nein!
Bremse. Oh, Bremse. Bremse? Ah, du meinst jetzt den Riegel? Oh, ich hasse das, wenn die Boote so weit weggehen. Ja, ich kill ja nicht, lauf dann wieder nach oben. Kannst du schon mal machen, hau gerade das Gerüst ab. Ja. Ich habe also übelst viel Wolle mit. Ja, das ist sehr gut. Du kannst schon mal einen weißen Ring oben setzen, auf der Ebene, wo das Licht ist. Also, weißt du, auf der halt einen Überbodenhöhe, also auf den Boden draufsetzen, einen weißen Ring. Da ist teilweise Holz, was dann weg kann dafür. Ja. Kian, was machst du, wenn das, wenn ein Blitz ins Dach einschlägt? Was? Was machst du, wenn ein Blitz ins Dach einschlägt? Da fuck. Keine Ahnung. Dann brennt das ganze Ding ab. Not my problem. Kannst ja einen Blitzableiter oben drauf bauen. Okay. Wie geht das? Iron Bars, so komplett einmal an der Seite runter. Ach Quatsch. Doch, das sieht wirklich würde aussehen wie ein Blitzableiter, aber nicht, dass es funktionieren würde. Ich wollte gerade sagen. Also bei Sims 2 gab es immer einen Blitzableiter. Der hat sogar funktioniert und sonst ist das Haus abgebrannt. Der war zwar nur unter Deko. Wie bist denn du jetzt so schnell hier hingekommen? Bin hochgelaufen. Der war zwar nur unter Deko aufgeführt. Wo bist du hochgelaufen? Treppe? Es gab einen Blitzableiter. Ja, aber es ist so eine Scheiße. Der war unter Deko aufgeführt. Ah, dafür brauchte man aber 4 Jahreszeit. Ja, ja, genau. Und wenn man den nicht hatte, dann ist einem immer das Haus abgefackelt und sind die Typen immer im Haus elendig verreckt oder das Dach eingestürzt. Was wie wolltest du gerade sagen, Zander, mit ach du Scheiße. Ich habe mich von der Balkonebene an der Seite hochgebaut, habe dann oben ein Stück weggeschlagen und dann habe ich mich durchgebaut. Und dann frage ich mich, wie an diese Stelle hochkommt. Aber ich konnte ja noch eine Etage höher laufen. On go. So, eine weiße Ebene, hatte ich gesagt, ne? Zander, warum ist da hinten so ein Glowstone-Turm? Ach so, machst du das. Okay, dann kann ja die Wolle das weg, was weiß. Ja, das sagte ich doch. So, Glasblöcke noch fertig hin. Ach, das meinst du mit einer weißen Reihe? Geronimo! Ja, das meinte ich. Und jetzt willst du noch eine Reihe weiß? Ah ne, jetzt kommt Glas hier drauf, ne? 4 Höhen. Kannst du mir noch Glas geben? Kann ich dir nicht. Alter, dieser Drecksregen. Ja. So, ich habe kein Glas mehr. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich erkunde Zanders Ozean. Hast du denn noch Wolle? Hä? Du musst noch höher, 2. Ich fahre jetzt über den See, über den See. Ich fahre jetzt. Dann machen wir das mal. Hier, in welchem Update sollte nochmal die verbesserte Bootssteuerung kommen? 1.3. Genau. Es wäre geil, wenn man mal irgendwie die Schweinsteuerung verbessern würde. Welche Schweinsteuerung? Dann so Schweinerennen machen. Ja, aber dann kann man mit dem Sattel auf Schweinen reiten. Es gibt leider keine Steuerung. Nee, echt? Eine Schweinsteuerung könnte eingeführt werden, aber... Haben wir noch Glas? Ja, das wäre eigentlich doch geil. Hättest du nee, so ein Reit so ein Landreit hier, das ist eigentlich aber gibst du mir schon mal Dirt? Ja. Kann ich schon mal den ersten Ring bauen, während du dich... Warte, ich gebe dir erstmal alles, was ich habe hier. Pass auf, boah. Ich gebe dir jetzt mal hier Dirt. Nein, oh. Warte. Zander? Dirt, warte, ich muss hier eben einen Transfer abschließen. Das ist übrigens auf der anderen Seite dieser Bucht ein wunderschönes... Das Geld dann bitte Waldbiom. Auf mein Schweizer Bankkonto. Alles klar. So, jetzt kann ich mich um die nächsten Geschäfte kümmern. Andi, was? Du hast ja ein wunderschönes Waldbiom auf der anderen Seite der Bucht. Ja? Ja. Sehr schön. Schön. Was kann man denn damit machen? Abbrennen? Das auch eventuell tun werde? Nein, tue ich nicht. Man muss alles kaputt machen. Kennst du Zerstörung? Bitte nichts. Bitte nichts abbrennen. Es regnet eh. Ich weiß. Das war ja der Witz. Echt? Wer hat eigentlich meinen Bogen gepolt? Gepolt? Ja, gepolt. Lass mich raten, es soll polnisch sein. Oh, ich wollte jetzt meinen Bogen ziehen. Das gehst du auch zur Polstelle. Ha. Hallo, chill mal. Alter, ist übelst das Unterwassergebirge. Das sieht voll geil aus. Ich glaube, Zander kann den nicht verstehen. Stimmt, Zander. Wen Sorry. Kann ich nicht verstehen? Den mit der Polstelle. Ja, also wenn das jetzt nicht auf Polen bezogen ist, dann weiß ich es nicht. Nein, das ist ein Problem der Mathematik. Achso, nein, das verstehe ich. Aber jeder normale Mensch denkt das nicht auf der Real- oder Hauptschule. Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Ja.
Ich bin doof. Dafür kenne ich Blumen, die du nicht kennst. Ich kenne Primel. Nein! Primula vulgaris, richtig, ja. Vespula vulgaris. Heißt sie wirklich Primula vulgaris? Ja. Ich kenne nur Vespula vulgaris, ne, Andi? Oh, warum heißt sie Primula vulgaris? Was heißt vulgaris? Weil das ist botanisch. Und die Muschel Cypressa heißt zum Beispiel Schama Cyparis obtusa nana gracilis. Wie viel Glas brauchst also du noch? Also jetzt geht mir einiges auf. Ja, das musst du doch wissen, das hast du gemacht. Bei mir leckt es gerade. Achso, ich weiß, woran es liegt. Woran? Schon gut. Nein, bei der Kuppel muss ich jetzt wirklich mal 1:1 abbauen. Zander, soll ich dir was sagen? Das ja. Dein Leuchtturm ist nutzlos. Warum? Weil ich mitten auf dem Meer bin. Draußen, weit draußen, völlig orientierungslos, hilflos verloren. Ich sehe dein Leuchtturm nicht. Ja ganz ehrlich, du hast es auch mit Andi zu tun. Ja, es ist schon auf Fahrt. Ich finde den Leuchtturm schön. Ja, ist auch schön, ja? Aber er ist nutzlos. Man sieht ihn von draußen nicht. Es regnet und es ist Nacht. Ja? Und? Man soll den Leuchtturm nur bei Tag sehen. Ach so. Das macht natürlich Sinn. Ah doch, jetzt erscheint er langsam. Ah, jetzt kommt das Licht. Ah, ich bin gerettet. Du könntest natürlich mal ein paar Bojen aussetzen, dann wäre das einfacher. Nein, nicht bei der Tiefe des Ozeans hier. Ich werde verfolgt von einem Creeper. Der tötet ihn. Ja, ich werde ihn bei euch anlegen. Warte, dass er explodiert, das wäre cool. Dann kann ich nämlich den Sand aufsammeln. Hier brauche ich ihn nicht abbauen. Wow. Sehr schön. So, und jetzt kann weitergehen hier mit ein bisschen Glas brennen. Wow, shit. Die Explosion von einem Creeper wird unter Wasser ein bisschen abgeleitet, kann das? Ist komplett abgeleitet. Er macht nur Schaden. Okay, und hier steht jetzt perfekt ein Boot bereit. Voll. Tolle Boss. Sehr schön. So, dann brenne ich jetzt einfach mal noch ein bisschen Glas, so by the way. Und ich sammle mal eben ganz kurz die Hühnereier ein. Viel Spaß. Ja, werde ich auch haben. Schön. Freut mich für dich. 1. Nein! Oh, scheiße, jetzt habe ich es geworfen und da ist sogar noch ein Huhn rausgekommen. Aber es ist unten. Toll. Egal, ich lasse es einfach da, wo es ist. Vielleicht liegt es noch ein paar Eier. Und es sind Oktopusse in meinem Schwimmteich. Oktopussis? Ich hab auch gedacht. Aber derbe. Aber so, jetzt habe ich hier auch schön diese Tintendinger. Was für eine Farbe gibt das überhaupt? Schwarz? Schwarz? Es könnte auch dunkelblau sein. Nein. Schwarz ist keine Farbe. Doch. Du hast aber selbst Doch, es gibt schwarze Farbpigmente. Aha, so. Ja, Argument ist invalid. 21 Bücherregale. Wie viele Bücherregale braucht man, um maximal Dinge zu Monster? 15. Wolltest du gerade maximal pigmentiert sagen? Nein. Doch. Blockieren. Hallo Wurst. Das Glas brennt immer so lange. Es müsste eigentlich jetzt langsam fertig sein. Es soll aufhören zu regnen, verdammte Hulle. Hulle. Der Fug. Wie ich das hasse. Und guck mal eben ganz kurz, ob das reicht. 9 Glasblöcke. Wow. Andi? Warte mal. Ja. Reicht das? Was? 9 Glasblöcke. Wofür? Jeder hört's. Hörst du Zander etwa nicht zu? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18? Müssten reichen. Bring mal 2 mehr mit, falls ich mich verzählt habe. Nein, Alter Schwede, ey. Das heißt, ich muss nur 8 Stück abwarten, ey. Ach ja, so lange kann ich auch mein Inventar ein bisschen sortieren. Das hätte auch mal wieder Sinn. Nein, hätte eigentlich keinen Sinn, weil mir mein ganzes Zeug geklaut wurde. Warum habe ich eigentlich 64 weiße Wolle noch im Inventar? Dreck. Keine Ahnung. Andi, kannst du dich bitte verpissen? Es regt mich auf. Das meine ich ernst. Dumm. Dumm. Not even kidding. Me too.
Silence! I kill you! 16. Alter, Bitte. Andi! Ich kick dich gleich! Setz dich immer vom Ring runter und macht überhaupt nichts. Ja, gib mir eine Aufgabe. Ja, verpiss dich. Einfach wow. in die Hose kacken. Wow. Ehrlich. Okay, ich hab mich gerade eben verpisst. Andi, du kannst mir einen Enchantment-Raum bauen, wenn du Bock hast. Gerne. Ja doch, gerne, gerne. Ja, siehst du, da hast du eine Aufgabe. Du hast noch eine. Ja, ist mir egal, das kannst du dir dann aussuchen. Ja, du musst schon sagen, wohin. Die Ausführung. Ja, habe ich keine weiße Wolle mehr, Zander. Du bist ein schlechter warum? Auftraggeber. Weil ich warum nicht im Keller? Wo bist du? Brauche weiße Wolle! Oder weißt du, wo du den hinbauen kannst? Nein. Beim Hühnerstall oben, da ist nämlich noch Fläche, die noch nicht genutzt ist. Ei, ei, Captain. Soll ich dir noch was mitbringen, Kilian? Ja, weiße Wolle. Bring alle Wolle mit, die du wieder kriegst. Ja, Kilian, Däum, hast du noch Wolle? Ja. Oh, oh, die Schafe, die sind übertrieben gefüllt und keiner hat sie geerntet. Dann hast du Holz oder Bücherregale für mich? Bücherregale hast du ja gecraftet und in die Küche in die Truhe gelegt. Ja, und Holz? Holz habe ich auch, 57, ja. Ja, was dürfte reichen? Ja, aber du kannst dann, denke ich mal, am besten in der nächsten Folge anfangen Fackeln? Zu bauen, bevor wir jetzt hier, hier ist doch Holz. Du kannst aber, denke ich, besser in der nächsten Folge anfangen zu bauen. Tue ich das? Ja, warte, renn doch nicht weg, ich renn dir doch hinterher. So, da, bitteschön. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr die Folge ja gerne bewerten. Ansonsten würden wir uns natürlich über eure Kommentare freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach ja, vergesst nicht, bei Porkchop Media vorbeizugucken. Wer die noch nicht kennt, es lohnt sich. Die haben die besten Tutorials auf YouTube. Minecraft natürlich, versteht sich. Bis dann. Ciao.